Herzlich willkommen zurück zu Crysis 2. Wir sind da gerade im U-Bahn-Tunnel tief unter der Stadt. Wollen uns zum Hive begeben, zum komischen Alien-Nest, was sie da so aus dem Untergrund hochgezogen haben. Wie auch immer sie es gemacht haben, keine Ahnung. Wir sollen auf jeden Fall erstmal ein paar Soldaten ausfindig machen. Nämlich den Herrn Reeves und ein paar weitere, die hier unten offenbar in einen Konflikt mit Aliens, den neuen Seth, gekommen sind. Und auch schon der Mr. Hargreave meinte, der... Ich dachte doch, da wäre noch jemand. Die Frage ist, wer ist das? Na gut, okay, da kommt schon jemand. Also jemand oder etwas. Die zieht aber eher wirklich so ein bisschen höher. Das gefällt mir auf die Dauer nicht so gut. Schauen wir mal nach. Erstmal ein bisschen tarnen. Da kommt er noch. Für dich habe ich die Schrot gekauft, mein Freund. Eieieiei. Eieieiei. Gesundheit aber sowas von kritisch. Ich hasse es, in einem Alien-Nest mit kritischer Gesundheit zu sein. Das finde ich nicht allzu witzig. Gut. Soweit, so gut. Abgesehen von dem und von dem. Ja, ärgerlicherweise ist er schon wieder abgehauen. Jetzt stirb doch gefälligst. Warum stirbst du denn nicht? Nein, ich will nicht. Nein. Schon wieder. Und das zu Beginn einer Folge. Was kann denn noch der Rest der Folge bringen? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich benutze ungern. Naja, er quatscht schon wieder. Hauptsächlich, weil ich aber womit wir es hier zu tun haben, entspricht vermutlich ungefähr einem Insektenbau. Der Grad der Alien-Infizierung dieser Tunnel ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Finden Sie Reeves und seine Männer. Ich habe den Kontakt zu ihnen verloren, als sie das U-Bahn-System betreten haben. Aber seien Sie vorsichtig. Sie müssen da in einem Stück herauskommen. Okay, wir müssen da deutlich, deutlich vorsichtiger rangehen als das letzte Mal. Das war ja eher unglücklich. Und unvorsichtig. Und sowas bringt im Allgemeinen immer den Tod. Zumindest in diesem Szenario. Na, jetzt. Er hat manchmal ein paar Problemchen, über Sachen rüber zu schleichen. Tut er sich nicht mal die Knie weh. Also da hinten geht eine Treppe hoch, die können wir doch bestimmt nutzen. Unsere Zwecke. Vielleicht können wir dann die Burschen ein wenig anders angehen. Denn die kamen ja vorhin von allen Seiten und da hatten wir dann deutlich das Nachsehen. Im Moment noch alles ruhig, aber das war wahrscheinlich eben auch noch so. Da mussten wir uns dann schon ein paar Meter weiter vorwagen. Und schon kam die Alien-Brut aus ihren Löchern gekrochen. Also ungefähr hier. Ich glaube, ich gehe wirklich mal die Treppe hoch, so spaßeshalber. Während da hinten ordentlich gefightet wird. Damit will ich aber eigentlich gar nichts zu tun haben.
Okay, jetzt ist das mit dem Schleichen schon langsam vorbei. Sie wissen halt nicht, wo wir sind. Das ist das Gute daran. Das Schlechte ist, ich weiß auch nicht, wo sie sind. Ach, da. Hab dich gesehen. Na toll. Der klaut uns dann immer so ein bisschen Energie. Ich weiß bei denen nie so richtig, wo denn der Kopf ist. Aber im Zweifel ist er immer da, wo nicht der Rest des Körpers ist. Und ist eigentlich auch egal, was wir treffen. Hauptsache irgendwie behaken. Wo ist denn der Ampel? Da kommt er doch. Angeschlichen. Ich habe das Gefühl, die kommen die Treppe hoch. Dann würde ich doch gerade mal was vorbereiten. Okay, da ist unten. Darf ich jetzt nicht endlich... Ach so, schon wieder zu weit. Na gut. Tarnen. Wo sind sie denn? Wir können natürlich auch Nanovision nehmen. Okay, da wird wieder die Treppe hochkommen. Ich stehe da nicht so drauf. Da hat er nicht mehr sehr viel zu lachen. Aber wir auch nicht, wenn das so weitergeht. Naja, aber mit null Anzugenergie bringt das denn genau gar nichts. Ich glaube, der mag das nicht, dass wir hier oben sind. Und er da unten. Aha, da kommt noch wer. Da muss man halt schon auf den, in den Kopfnähe treffen. Sonst bringt das selbst mit der Schrotflinte nichts. Na, der will, glaube ich, hier hochkommen. Oder? Ist ein bisschen feige von mir. Geh dahin zurück, wo du herkommst. Ach, das... Nee, das ist nun... Na, endlich. Hat genug. Oder da unten noch nicht. Wird sicherlich herkommen. Da kenne ich die Jungs einfach zu gut. Ach na, komm. Bleib doch noch einen Moment. Dann klären wir beiden das. Kann ja schon mal wieder Nanovision anmachen. Nanovision aktiviert. Ist nämlich echt hübsch, das Ding. Ja, ja, ist ja gut. Weil das natürlich auch wieder Anzugenergie braucht. So wie eigentlich alles hier. Ich habe Angst, dass er dann einfach da aus seinem Versteck hervorspringt und uns so böse erschreckt. Aber ich glaube, das macht er sowieso. Insofern ist es auch vollkommen egal. Halt! Halt! Ich habe natürlich wieder nicht... Ah! Ich drücke dann immer B anstatt V und F und ach, was weiß ich denn. Total schrecklich. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen... Bisschen üben, bevor ich damit so gut zurechtkomme, dass auch in, sage ich mal, bösen Konfliktsituationen ich damit klarkomme. Das sind halt doch immer ein Gewurscht, was ich hier leiste. Es tut mir sehr leid für die, die sich erhofft hatten, dass da jemand spielt, der es kann. Ich spiele es eigentlich, weil ich sehr viel Spaß dran habe. Und dass es immer bessere gibt, das ist irgendwie auch klar, ne? Das sollte jetzt auch keine große Überraschung sein. Taktische Optionen verfügbar.
Bin ja nur mal kurz neugierig, wo es hier hingeht. Achso, nirgendwo. Genau da kamen wir gerade her. Selbst das Laufen braucht extrem viel Anzugenergie. Tarnfeld aktiviert. Was ist denn hier wieder los? Das sollten wir mal erkunden, sagt er. Machen wir doch so gleich. Ich habe immer Angst, wieder in so einen Hinterhalt zu rennen. Das sieht aber nicht gut aus. Also hier hinten ist hübsch. Hier kann man bleiben. Was haben wir da? Was ist das denn für ein fettes Viech? Da kann man, glaube ich, richtig Ärger machen. Könnten wir ja gerade mal ausprobieren. 100 Schuss hat das Ding. Stecken wir uns vielleicht hier so ein bisschen. Oder in der nächsten Nische. Ich werde natürlich die andere wiederholen, ist klar. Okay, kommt er jetzt her? Die anderen bleiben da. Ich warte einfach mal, was er macht. Sieht aber nicht danach aus, als würde er herkommen. Da ist ganz schön viel los. Wie machen wir das jetzt? Gute Frage, ne? Da meint er, könnten wir hochgehen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gehen wir wieder nach oben. Aber ich glaube, ich schnapp mir dann doch besser die andere Knarre. Einfach nur, weil ich sie so gern habe. Und diese ist halt irgendwann alle und kriegen wir höchstwahrscheinlich auch keinen Nachschub mehr. Es ist fraglich, wie du mich jetzt gesehen haben willst. Das glaube ich dir doch nie. Oder ich war zu laut, das könnte natürlich sein. So, kommt. Ich erwarte ihn schon. Kommt er wirklich oder schleicht er nur wieder vorbei wie das letzte Mal? Na, scheint so, als ziert er sich. Wäre eigentlich ganz klasse, ihn hier mal aufs Korn zu nehmen, wenn er wieder vorbeikommt. Na, mit der Schrot natürlich. Falls er vorbeikommt, aber er wird wahrscheinlich überhaupt nie wieder vorbeikommen. Weil er meinen Plan schon durchschaut hat. Na, da kommt er. Das war natürlich total unauffällig, ich gebe es zu. Ich meine, die werden ja nie auf die Idee kommen, dass da jemand lauert. Ne? Niemals. Aber so kann ich die hier vielleicht reinlocken. Das klappt, glaube ich, auch relativ gut. Na komm doch. Keine Müdigkeit vorschützen. Ein schöner Hinterhalt, finde ich. Findet er offenbar nicht. Schade, ich dachte, er kommt hier rein, den langen Gang. Da hat er nicht so viel zu melden.
Okay, die schleichen schon wieder weg. Schade, das hat nicht so geklappt, wie ich es mir dachte. Dann schnappen wir uns wenigstens die paar Nanoperlen, die sie hier haben fallen lassen. Sind wir schon wieder weg. Na gut, dann probieren wir mal wirklich da nach oben zu kommen. Möglichst ohne, dass uns einer von denen sieht. Das ist gerade schon wieder spannend. Tarnfeld aktiviert. Den würde ich halt gerne mal im Nahkampf erledigen. Ich könnte den mal greifen. Das macht man mit F. So, und Schizikowski. Soweit, so gut. Ich sehe jetzt erst gerade, dass man da auch... Hier ist eine schön dunkle Ecke, wo man sich verstecken kann. Hier seht ihr mich doch bestimmt nicht. Wer da? Wer knurrt denn da? Ist hier etwas weiter weg? Ist ein bisschen irritierend, dass denn die Geräusche, wenn man mit dem Visor arbeitet, sich so anhören, als wäre eben der Gegner direkt hier. Das ist dann doch schon ziemlich verwirrend. Ich habe eben, also jetzt gerade erst gesehen, dass hier so ein explosives Fass ist. Hallo Sie. Kann ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Eieieiei. Der wird uns gleich... Ach so, cool. Ich bin ja gerade so lang gerutscht. Quasi in Deckung gehüpft. Was ist denn jetzt der Schurke? Muss ich einfach wieder mit Nanovision nachhelfen. Nur Munitionskisten scheint er wieder weg zu sein. Dieser schlimme Finger. Dabei hatte ich mir doch so einen finsteren Plan zurechtgelegt, wie ich sie behaken kann. Das hatte was mit umlaufen und dann hinterrücks überfallen zu tun. Das Problem ist halt immer, sehen die mich, bin ich dran. Nanovision aktiviert. Hoffentlich sehen die mich nicht. Vor allem, wo sind sie hin? Das sieht schon besser aus. Und den werden wir in der nächsten Folge gehörig auf den Zahn fühlen. Also diesem und seinen Kollegen, die da noch irgendwo sich versteckt halten. Also bis dahin. Tschüss.